Willkommen zurück hier bei X-Ribbers. Wir sollen mit Yvonne Briggs sprechen. Wir haben immer noch die Mission, dass wir sie zu ihrer Tagung bringen sollen. Und jetzt? Ich vertraue Ihrem Sicherheitsbericht. Wir sind bereit. Okay? Gehen Sie bitte an Bord. Ich hab's mir hier hinten gemütlich gemacht. Auf die Innendekoration könnte ich allerdings verzichten. Meine Güte, sind die alle so? Die letzte hat auch schon rumgenörgelt. Das ist halt eigentlich kein Personentransportschiff. So. Und weg hier. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht hier großartig angegriffen. Bis zu unserem Punkt müssen wir ja hinfliegen. Mal so ein bisschen das Radar am Auge behalten. Genau, ich habe ein Radar am Auge. Nein, das Radar im Auge behalten. Hört sich genauso falsch an. Jetzt auch ja nicht irgendwo mit meinem Gegner auftauchen und sie uns über den Haufen schießen. Da war ein Gegner. Jetzt ist er wieder weg. Okay. Den hat zerrissen. Wahrscheinlich hat die Station einfach mal ein bisschen mit den Waffen rumgespielt. Dann wollen wir mal in den Highway und zusehen, dass Madame an ihr Zielort kommt. Da. Es war aber ein Personentransporter. Das ist also jetzt nicht von der Mission irgendwas gewesen. Ich hoffe, wir kommen auch ganz ruhig durch. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich ausweichen soll, wenn da gleich einer kommt. Das ist meine Strecke, auf der ich hier fliege. Wehe, mir ist einer im Wege. Aua. Erreiche versteckter Unterschlupf. Soll ich jetzt wieder im Kreis fliegen? Sollen wir wieder im Kreise fliegen? Anscheinend fliegen wir im Kreise. Verlasse den Highway in... Jetzt. Ach, geh raus hier. Erreiche unerschöpfliche Minen. So. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Und jetzt hoffe ich, dass keine... Gegnerflotte kommen. Das wäre, glaube ich, sonst so ein bisschen unschön. Da ist ein Sprungtor. Nein, da wollen wir nicht hin. So, ein bisschen Gas geben, dass wir die Mission auch rechtzeitig abschließen. Wir sind ja gleich da. Okay, das war jetzt einfach. Kann natürlich auch sein, dass die Station uns so die Gegner vom Halse gehalten haben, weil sie im Grunde sie einfach zerrissen haben, zerschossen haben. Achso, auf der anderen Seite haben wir diese okay. Hä? War doch richtig, warum hat er denn nicht... Warum hat er die denn nicht entsprechend auf Andocken aktualisiert? Das ist ein bisschen merkwürdig.
Andocken. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Willkommen an Bord. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ihre Bezahlung wird überwiesen. Ja, damit haben wir die Mission abgeschlossen und wir haben jetzt 2,4 Millionen Credits. Ich würde mal vorschlagen, ich suche mal jemanden, der sich hier so ein bisschen... Ey, das hat jetzt mal eben 5 Minuten gedauert, hierher zu kommen. Suche mir vielleicht mal jemanden, der... irgendwie mir Antriebe verkaufen kann? Wäre vielleicht eine Idee, oder? Schnellerer Antrieb? Statt 180, 240? Weil wir müssten dann ja... 360 wäre doppelt so schnell. 240? Oder wir suchen mal bessere Schilde. Vielleicht haben wir ja einen, der Schilde an. Was hast du? Schiffstechnikerin? Hallo, Pilot. Was kann ich für Sie tun? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Ist denn falsch. Ein Techniker brauchen wir, richtig? Aber einen Techniker sehe ich hier nicht. Unschön. Also haben wir hier auch keinen Techniker an Bord. Oder? Wir haben hier noch... Kumpel, deine Beine sitzen im Sofa. Die sind zu kurz. Mann. Die Teladi sind schon ein eigenartiges Völkchen. Okay. Was soll überhaupt diese Aufregung um KI? Ja, nein, ich musste mit dir jetzt keinen Rabatt aushandeln oder so. Ich möchte ja von dieser Station soweit nichts kaufen. Gut, 2 und 5. Ich würde mal sagen, wir werden jetzt diese Aufgabe hier machen. Und zwar sollen wir ja diese Station erkunden. Das wird jetzt recht interessant, weil dadurch, dass ich illegale Ware an Bord habe, muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mit mal gescannt werde und sie sagen, ey, werfen Sie die Ware ab. Sonst werden wir innerhalb von binnen 0,5 Sekunden auf Sie schießen. Sie haben Ihre Ware nicht abgeworfen, Sie werden jetzt vernichtet. Ja, gut. So um den Dreh läuft das nämlich. Wir können natürlich auch noch mal die Station hier anfliegen. Scannen und gucken, ob die eventuell noch Energiezellen haben wollen. Dann könnte man vielleicht, ich muss sowieso mal in alles gucken. Bereit für neue Befehle, Sir. Ich habe hier immer noch keine. Ich habe hier immer noch nur diese, ja. Ah, diese paar Stationen irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ich verstehe das Handelssystem noch nicht so geil. Vielleicht braucht man da wirklich zur besseren Verwaltung einen Handelscomputer. Ich weiß es nicht. Ich komme da irgendwie nicht so ganz mit zurecht. So, ja. Kann ich dir... Möchtest du vielleicht Energiezellen haben? Wahrscheinlich ist das hier total einfach, an mega viel Geld ranzukommen und sich in Nullkorbadix auszurüsten. Hat der auch hier irgendwo Handelports?
Mehrere Informationsfelder hat er auf jeden Fall, aber ich hätte gerne auch so Felder, wo ich dann mal gucken kann, ob er vielleicht Energiezellen. Es ist ja eine Talplantage, also eine Talplantage bräuchte meiner Meinung nach Energiezellen. Zoltec-Reaktor. Interessanter Name. Aber ein Reaktor ist immer noch ein Reaktor und hat immer noch dieselben Aufgaben. Irgendwo werden wir sicherlich Handelsfelder finden. Weil ich ja gerne nochmal irgendwie so unter anderem meine noch vorhandenen Energiezellen verkaufen würde. Verkaufen wollen würde. Einfach natürlich aus dem Grund. Entschuldigung. Der hat nichts fallen lassen. Irgendwo war hier noch ein Transportschiff. Entschuldigung. War voll gewollt. Schau mal, da hinten kann man schon mal irgendwas kaufen. Oder verkaufen. Ich bin mir noch gar nicht sicher. Man kann hier... Theoretisch kann man hier kaufen. Ich kann hier nicht kaufen. Hä? Bin ich froh, dass Sie dieses Gesocks in die Flucht geschlagen haben. Sie haben sogar überlebt. Ich nehme an, dass Sie jetzt Ihre Bezahlung wollen. Ja, möchte ich gerne haben. Talplantage, Kauf. Jetzt hat er es aktualisiert. Wasser. Menge 400. Wasser verkaufen. Oh. Bereit für neue Befehle, Sir. -67%. Ware Anstation verkaufen. Das heißt, egal wo ich kaufe, ich würde Verlust machen, ne? Guck mal, hier steht zum Beispiel... Alles klar, Sie dürfen weiter. Schönen Tag noch. Boah. Ich habe keine illegalen Waren an Bord? Na klar, ich habe doch Hackerships an Bord. Die sind doch vollkommen illegal. Aber guck mal, jetzt, das ist zum Beispiel auch wieder so ein Fakt. Ich gehe mal auf 4 mit Handel. Bereit für neue Befehle, Sir. Und, soll ich ganz ehrlich sein? Ich kann Ware von Station kaufen, kann ich nicht, aber... Ware an Station verkaufen. Jetzt habe ich hier Wasser. So. An die Station verkaufen. Minus 67. Heißt für mich, dass wenn ich jetzt die verkaufe, ich minus 67 Prozent Verlust machen würde. Hört auf, mich die ganze Zeit zu scannen. Ich bin der Meinung, dass ich illegale Ware an Bord habe. Zumindest Hackerships bin ich der Meinung. So, die wird mir jetzt darunter angezeigt, aber auch alles andere. So, jetzt bin ich aber mal... Jetzt würde mich mal interessieren, die haben 400 Wasser. Also sind, haben sie entsprechend vollkommen genug, oder wie sehe ich das? Weil Wasser eine kleine gebrauchte Einheit ist, oder alles, oder wie? Das kann ich von Station kaufen. Richtig, das Plus-Symbol ist immer kaufen. Das würde bedeuten,
alle die Polizeischiffe unterwegs. Die verkauft Weizen. Bereit für neue Befehle, Sir. So, ich verkaufe. Ah, okay. Anstatt zu verkaufen. Ich verkaufe Wasser. Verkaufe Energiezellen an unerschöpfliche Mine. Wenn ich jetzt auf 4 gehe. Genau, würde ich mir das machen. Weil das Ding plus sein muss. Und hier müsste die Sache im Minus sein, damit ich. Ja, genau, okay. Also das heißt, wenn ich Weizen kaufen würde, würde ich Verlust machen, weil ich das Weizen gar nicht gewinnbringend verkaufen könnte. Oh, die haben 90.000. Und trotzdem sind die hier im Plus. Aber Energiezellen oder so wollt ihr nicht rein zufällig kaufen. Also eure, wenn ich das richtig verstehe, funktioniert eure Fabrik mit Energiezellen. Kann das sein? Weil ich habe jetzt keine Möglichkeit gefunden, hier dran irgendwo Energiezellen zu verkaufen. Und jetzt finde ich doch ein bisschen merkwürdig. Allerdings... Naja, ich weiß ja nicht. Da ist doch eine Rahane angedockt. Nein, da ist keine Rahane angedockt. Achso, das Ding sieht einfach nur so aus von der Seite. Erschöpfliche Minen. Ich wollte nicht in den Highway zum Dings. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Ich wollte eigentlich wissen, ob ich hier irgendwo an diesem Ding Energiezellen verkaufen kann. Ach, wisst ihr was? Wir fliegen jetzt zur anderen Station, die wir scannen sollen. Wenn wir da Energiezellen finden zum Verkaufen, dann wäre das natürlich auch optimal. Ah, wir müssen ja nur 500 Kilometer fliegen, das ist also, ne? Wenn wir da sind, ist dann die Folge zu Ende. Das sind dann noch ungefähr 2 Minuten und 15 Sekunden. Nein, okay, so lange brauchen wir vielleicht nicht direkt zum Fliegen, aber man braucht doch schon eine ganze Ecke, bis man dann auch in den Highways hin und her gekommen ist. Stern. Scanne 77% von WF-Nahrungsmittel. Ist das Nahrungsmittel? Ist das die Nahrungsmittelfabrik? Scanne 77%. Okay. So, aber du brauchst doch definitiv irgendwo Energiezellen, oder nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du keine Energiezellen brauchst. Ah, was haben wir da denn? Das Zeichen habe ich, soviel ich weiß, noch nicht gesehen. Mal eben was gucken. Info, mein Status, Inventar. Habe ich hier irgendwo illegales Kram? Hackerships, werden die nicht mehr anerkannt? Auch hier Albe und Tabak und so weiter zum... Wird das so nicht mehr anerkannt, oder was? Als illegale Ware? Objektschutz!
Was? Station? Was? Ich möchte eine Liquidierung in Auftrag geben. Nein, es geht nicht um die Veräußerung von Vermögenswerten. Es geht um eine Person. Sie finden alles, was Sie benötigen, auf Ihrem System. Also starren Sie hier keine Löcher in die Luft. Wholesome Foods. Schwer, aber ich würde Informationen für 4 Stationen bekommen. Nein, danke. Das muss ich nicht unbedingt machen. Mich mit anderen Fraktionen in dem Sinne, sage ich mal, anlegen. Oder was heißt mit anderen Fraktionen, aber mit Fraktionsabteilung. Ich weiß gar nicht, wie das hier aufgeteilt ist. Ich kenne ja die Albion-Ding, aber ob die Wholesome Food eine eigene Fraktion für sich ist? Eine Fraktion, ja, genau. PMCs und Albion von Dings sind ein eigenes Volk und darunter gibt es dann auch nochmal einzelne Fraktionen. So würde ich das jetzt sehen. Hier war noch irgendwo in der Nähe, glaube ich, ein I. Ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ja, ich würde mal sagen, mit einem schönen Aufblick. Mit einem schönen Ausblick auf diese Werbetafel werde ich einmal speichern und dann eine Folgenpause einlegen. Lest es euch durch, wenn ihr lesen könnt. Ja, wenn ihr lesen könnt. Ich muss ja mit der Maus machen, nicht mit der Hand. Das seht ihr ja nicht. Ja, ich verabschiede mich dann von euch. Hoffe, es gefällt euch. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und sage bye bye.